Willkommen zur, ja, mittlerweile dritten Staffel Subnautica auf meinem Kanal. Ja, es ist, ja, ich habe es damals schon gespielt und ja, war eins meiner ersten mega großen Projekte. Ja, ich meine, schaut es euch bitte nicht an. Peinlich. Nein, Scherz. Unknown Worlds Entertainment hat mal richtig auf die Kacke gehauen, behaupte ich mal. Also hat jetzt endlich auch Subnautica aus dem Early Access erhoben in den, ich nenne es mal Goldstatus, ne? Ist also jetzt eine käuflich erwerbliche Vollversion. Ihr merkt schon, ich bin aufgeregt. Ich will die Neuerungen sehen. Ich will die Bonbon-Optik genießen, auch wenn ich sie nicht unbedingt mag. Aber es ist super cool, es ist stylisch, es passt einfach alles zusammen. Die Erweiterungen oder die Änderungen, die wirklich vorgenommen wurden, sind mannigfaltig. Wir können endlich die verschiedensten grafischen Einstellungen vornehmen. Wir starten hier einfach mal auf hoch und lassen uns überraschen, was da so kommen mag. Wir können unsere komplette Tastatur- und Controllerbelegung mehr oder weniger selbst bestimmen. Unglaublich cool. Wo kann man das schon? Und ich würde sagen, ich habe genug geschnackt. Wir starten einfach ein neues Spiel. Ups, und da hätte ich fast was vergessen. Mittlerweile gibt es nämlich neben dem normalen Überlebensmodus, so hat man das früher kennengelernt, so in dem Early Access, also da kriegt man Hunger, da kriegt man Durst und da muss man halt auf alles Mögliche aufpassen. Mittlerweile gibt es dann halt auch ein freies Spiel, das ist halt wieder Überlebensmodus, nur ohne Hunger und Durst. Man muss also nicht andauernd Wasser finden und herstellen und Fische essen, sondern man kann einfach gemütlich, ungeachtet dieser körperlichen Aktivitäten, basteln. Oder halt im Kreativmodus, da muss man auf gar nichts mehr achten. Man braucht keinen Sauerstoff, man braucht keine Nahrung. Du kannst nicht sterben und ich glaube, man hat sogar alle Blueprints. Also für alle kreativen Köpfe, die da voll Bock drauf haben, einfach nur, ja, basteln. Ja, empfehle ich den Kreativmodus. Ich bevorzuge den Überlebensmodus, weil da ist auch so ein bisschen Spiel, Spaß und Spannung und das alles in einem Ding. Meine Güte, ihr merkt schon, ich bin völlig überdreht. Ich habe echt Bock auf Subnautica. Schauen wir es uns an. Attention. Mann. Aha. Geh auf. Okay, direkt zu Anfang werden wir voll hier in die Situation geschmissen. In einer kleinen Kapsel Feuer. Das ist uncool. Okay. Also Feuer löschen. Boah. Und wie heißt es so schön? Nicht das Feuer bringt dich um. Okay, gut. Unser PDA startet. Was ist los? Okay, zumindest fährt er schon mal hoch, auch wenn nur im Notfallmodus. Altera. Altera ist wohl unsere Company. Also wir haben wohl eine leichte Gehirnerschütterung, aber das ist wohl noch ein optimales Ergebnis. PDA ist im Notfallmodus, mit nur einer Richtlinie neu gestartet. Dich auf einer fremden Welt am Leben zu erhalten, ja cool. Detaillierte Überlebensweise findest du in deiner Datenbank. Viel Glück. Gut, Tabulator kann ich hier unser PDA an- und ausmachen. Unser PDA ist die Ober-Mega-Ultra-Sache schlechthin. Aber ich denke, da gucken wir gleich mal rein. Gucken uns mal eben um. Okay, erste Hilfekasten, zack. Eingepackt, eingetütet. Was haben wir hier? Hier haben wir Leuchtfackeln, Wasser. Komm, direkt mal einmal Wasser. Nährstoffblock nehmen wir auch mit, wunderbar. Feuerlöcher haben wir dabei. Wir haben hier eine Aufzeichnung. Das, was wir eben hatten, los, eine leichte Gehirnerschütterung. Und es ist immer noch ein optimales Ergebnis. Dieser PDA wurde im Notfallmodus für dich und so weiter. Du bist der Beste. Hau rein. Beschädigte Sekundärsysteme. Okay, da müssten wir halt, wie es ausschaut, dann ein Reparaturwerkzeug herstellen. Und das werden wir wohl im Fabrikator machen.
Aber ich denke, erstmal raus hier. Hier stinkt's nach verbranntem Gummi und Plastik. Okay, das dürfte dann die Aurora sein, unser Mutterschiff. Also es werden wohl keine Lebenszeichen detektiert, nichts, was da am Leben sein könnte. Die Aurora sieht ganz schön heruntergekommen aus. Blödes Wortspiel, ich weiß. Und was haben wir eigentlich? Okay, unser Inventar verrät uns, wir haben einen Feuerlöscher. Okay, ich denke, wir brauchen diverse Dinge. Wir brauchen sowas wie einen Scanner. Wir haben hier in unserem PDA direkte Übersicht über unser Inventar, unsere Ausrüstung. Das haben sie echt schön gemacht. Die Icons haben sie wirklich angenehm angepasst. Auch wenn ich immer mit meiner Bonbon-Optik am Rummäkeln bin. Haben wir hier eine Übersicht über unsere Baupläne. Die da wachsen auch noch an. Also die Anzahl nimmt zu. Wir haben zum Beispiel hier schon Wissen über gefiltertes Wasser, wissen aber noch nicht, welche Bestandteile wir dazu benötigen. Haben halt einen Überblick über das, was wir schon bauen können und das, was wir denn irgendwie erlernen müssen. Wir haben hier einen Signalmanager, da kommen wir denn demnächst zu. Wir können Bojen setzen, unsere Rettungskapsel wird uns draußen im Wasser angezeigt. Wir können einzelne Fotos machen. Wir finden dann auch später irgendwann mal einen Fotorahmen, da können wir die Bilder reintun. Wir haben ein Tagebuch und eine Datenbank. Die ist unglaublich umfassend. Und für jeden, der sich da so ein bisschen mit auseinandersetzen möchte, dem lege ich das einfach nahe, da auch auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen. Super interessante Informationen, die man erhält. Und außerdem durch solche Hintergrundinformationen taucht man ja auch noch viel tiefer ins Geschehen ein. Okay, wir haben einen Feuerlöscher, wir brauchen sowas wie einen Scanner, damit wir Baupläne scannen können. Wir brauchen ein Messer, wir brauchen alles Mögliche. Und da kommt unser Fabrikator ins Spiel. So, Trekkies dürften dazu Replikator sagen. Hier können wir Grundmaterial, also in Ressourcen, Grundmaterialien und Elektronik herstellen. Das sind so Sachen wie Titan, Titanbarren, Glas. Unter Elektronik natürlich Kupferdraht, Batterien, Computerchips, Kabelsatz. Ja, im Moment unter Nahrung nur Wasser. Unter Persönliches hätten wir Ausrüstung, eine... Oh, cool. Die Tauchflasche, eine normale Tauchflasche, weil wir werden ja hier wenig an Land sein, denke ich mal. Ist unglaublich wichtig. Und ja, da werden wir mal im Auge behalten, dass wir Titan brauchen. Wir brauchen Silikongummi, damit wir mit Schwimmflossen ein bisschen fixer sind unter Wasser. Silikongummi, da bräuchten wir Schlingpflanzensamenbüschel. Knallerbsenstrauch. Gut. Andere nützliche Materialien fallen mir jetzt nicht direkt auf. Also Titan und Silikongummi, also Pflanzensamenbüschel. Batterie, was brauchen wir für eine Batterie? Säurepilz und Kupfererz. Also Kupfererz, Titan, Säurepilz. Ach, das kann ich mir doch eh alles nicht merken. Okay, hier haben wir den Scanner. Dafür brauchen wir Batterie und Titan. Säurepilz und Kupfererz. Überlebensmesser. Auch wieder Silikongummi und Titan. Also raus aus der Kapsel. Rein in die Brühe. Das ist aber hübsch hier, wirklich. Diese Fliegeviecher, die waren damals noch nicht so häufig. Aber cool, okay. Hinein ins kühle Nass. Oh, der erste Blasenfisch ist unser. Herr damit, komm her. Nehmen wir den zweiten. Und so haben wir direkt die Möglichkeit, einmal durch Sammeln oder halt durch Abernten. Aha, zerbricht den Kalkstein. Hauen wir mal drauf. Naja, Kupfererz. Super cool, mal eben auftauchen. Okay, dadurch, dass wir gerade was abgebaut haben, hat sich natürlich unsere Überlebenswahrscheinlichkeit erhöht. Das findet unser Bordcomputer, nennen wir sie mal Siri oder wie auch immer. Scheibenkoralle? Achso, nee, wir haben aber Titan aufgenommen. Okay, wir haben Titan aufgenommen.
Wir brauchen noch diese komischen Büschel. Wir haben sogar schon Kupfererz. Ich werde bekloppt. Das ist echt der Hammer. Dann haben wir hier auch so Schrottteile, die können wir aufsammeln. Aus denen können wir dann im Fabrikator, glaube ich, auch... Oh, wie cool. Die Optik. Okay, ist ein bisschen zu weich gespült. Ich glaube, ich muss da so ein bisschen am Blur-Effekt runterschrauben. Oder machen wir demnächst. Das machen wir nicht jetzt. Wir genießen das jetzt erstmal ein bisschen. Sammeln ein bisschen Kram. Holen ab und an auch mal Luft. So, ich glaube, wir brauchen in unserem Inventar gar nicht mehr so viel. Wir brauchen diese Schlingpflanzen. Samenbüschel. Ah, cool. Eine Sauerstoffpflanze. Halt, wie gesagt, ein bisschen Titan dann im Endeffekt. Haben wir ja. Kupfer haben wir auch. Damit hätten wir denn schon mal das Messer, die Flasche, eventuell sogar schon die Schwimmflossen parat. Aber ich sehe im Moment keine Schlingpflanzen-Samenbüschel. Ach, jetzt wollte ich gerade sagen, ja, eher. Also die sind cool, die sind relativ, wie sagt man, gechillt. Lassen einen in Ruhe, aber wenn man zu nah kommt, dann lassen die hinten so komische Säurebälle ab. Und das hört sich nach einem Stalker, nach so einem Pirscher an. Oh ja, da ist er. Er ist ein bisschen zu nah an unserer Gummihose. Ich weiß nicht, ob ich das toll finden soll. Okay, gut. Dann wollen wir mal zusehen, dass wir ganz fix ernten hier. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Aha. Also unser Bordcomputer meint, dieser Planet wäre echt eine Erkundung wert, weil wir hier halt die verschiedensten Biome vorfinden könnten und Lebensformen. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Ist was? Ja, wie ist was? Ja, nix ist. Wie ist was? Hallo? Da bist du hier am Rumschwimmen. Da sag ich, also, ich glaube, wir brauchen noch so einen Säurepilz. Ist was? Ja, ich weiß. Ich denke, ich werde gerade daran erinnert, dass unsere Kohlehydrate nachlassen und wir demnächst mal was an Nahrung zu uns nehmen sollten. Oh, schwimmen die Oberfläche. Super cool. Super feist. Also, ihr Lieben, ich feiere die Neuerungen, auch die optischen Aufbesserungen von Subnautica so derbe. Also, ich fasse es gar nicht. So, lass mal gucken. Unter Essen können wir auf einmal Essen kochen, und zwar Blasenfisch. Machen wir natürlich auch direkt mal. Was haben wir hier oben? Wasser könnten wir herstellen. Gefiltertes Wasser durch Blasenfisch einfach. Und dann gibt es noch Desinfiziertes und da brauchen wir Chlorbleiche. Da kommen wir später mal zu. Gepökelte Nahrung hält einfach nur länger, bringt uns nicht viel mehr Nährwert, entzieht uns, glaube ich, sogar beim Essen etwas Wasser. Und von daher bleiben wir erstmal bei dem Gekochten. Das muss reichen. Wir haben ja auch noch den Nährstoffblock, wenn es ganz eng wird. Aber ich glaube, ja gut, wir haben ein bisschen wenig Titan in der Tasche. Aber das sollten wir hinbekommen. Los, lass mal knacken hier. Erstmal in den Grundmaterialien Titan herstellen. Silikongummi brauchen wir. Oh, kommt direkt sogar zweimal bei rum. Machen wir ruhig mal direkt 4 Stück. Dann schauen wir mal, ob wir eventuell schon eine Batterie. Wir können eine Batterie herstellen. Ja, das ist cool. Also machen wir das auch. Und wenn wir... Oh, Bauplan. Energiezelle verfügbar. Sehr schön. Dann haben wir unter Ausrüstung jetzt die Möglichkeit, einmal die Standardtauchflasche zu erwerben. Günstig für 3 Titanknäuel. Ha! Wir haben die Tauchflasche mit hoher Kapazität. Ach, wie genial. Wie genial. Gut, Schwimmflossen sind auch noch drin. Also ich würde sagen, das war... Ah ja, das war eine sehr erfolgreiche Einkaufstour, findet ihr nicht auch? Also das ist schon ziemlich cool. Und genauso wie unser PDA nur dafür geschaffen ist, unser Überleben zu sichern, so ist hier unser Fabrikator nur dazu geschaffen, aus der Umgebung, in der wir uns befinden, also egal wo,
die Materialien zu fertigen, die wir benötigen. Ist das nicht Wahnsinn? Oh, nee, das finde ich echt cool. Wir brauchen den Scanner. Somit ziehen die nämlich dann da so eine kleine... Somit bekommt das wenigstens alles so ein bisschen eine hinterfragbare Logik. Cool, wir haben den Scanner. Wing, wing. Ah, das scannen wir uns mal selbst. Cool. Set Scan abgeschlossen, alles normal, alles gut. Überwachung wird vorgesetzt. Ah, fortgesetzt, das ist schön. So, Feldmesser, zack, herstellen. Dann haben wir jetzt echt schon eine recht runde Ausrüstung. So, ich habe mal eben kurz unsere Quickslots hier ein bisschen umbelegt. Ich würde sagen, wir verarbeiten sofort noch hier unsere Schlingpflanzen-Samenbüschel zu Silikongummi, weil ich denke, wir brauchen noch ein bisschen mehr Silikongummi. Oh, die Aurora, der scheint es nicht gut zu gehen und da scheint auch bestimmt gleich irgendwas zu passieren. Und ja, vielleicht sollten wir dafür... Hier, Energiezelle. Okay. Vielleicht sollten wir uns da auch noch mal ein bisschen rüsten. Vielleicht müssen wir auch aus der Umgebung raus oder so. Müssen wir jetzt mal ein bisschen aufpassen, was los ist. Gut. Als nächstes würden wir, wir haben ja jetzt den Scanner und wir haben das Messer, würden wir das Reparaturwerkzeug gebrauchen. Okay. Brauchen wir Silikongummi? Haben wir. Höhlenschwefel, das ist so. Früher hieß das Kracherfischpulver. Ihr werdet gleich sehen, warum. Wenn wir einen finden. Und Titan. Ja gut, Titan ist nicht das Problem, denke ich mal. Dann hauen wir jetzt einfach mal hier so ein paar Sachen, die wir im Moment nicht sofort benötigen, in den Schrank. Das behalten wir bei uns. Ganz wichtig, auch unser Überlebensset. Komm hier, Säurepilz brauchen wir nicht. Nachher esse ich den noch. Ich kenne mich. Ich schaffe sowas immer wieder. Oh, unsere erste Nacht. Haben wir hier irgendwas zum Wegschalten? Ja, ach. Ist das nicht kuschelig hier? Wir haben zwei Monde. Wow. Okay. Da wäre hier kein Land in Nähe, haben wir auch nicht unbedingt jetzt hier irgendwelche Ebbe und Flut. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt mal im Dunkeln an. Ich hoffe, das wird nicht zu dunkel auf der Aufnahme. Aber, wow. Es sieht doch schon fast aus, als würde am Horizont so langsam die Sonne wieder aufgehen. Jo, ach. Ist das der Hammer? Jo. Meine Güte, ist das einfach immer wieder berauschend schön. Gut, genug, romantisch hier durch die Gegend geguckt. Jetzt würde ich mal wieder ein bisschen sammeln, ne? Hau mal rein mit Metallschrott. Ein Fischli könnten wir eigentlich auch noch essen. Und so einen Bumerang nehmen wir auch mal mit. Komm, Bumerang, komm her. Wir könnten dich zwar auch scannen, aber das mit dem Wegpacken geht irgendwie schneller. Titan. Ja, gut, das ist aber anscheinend nur Metallschrott. Den können wir scannen, dann haben wir schon mal wieder einen Datenbankeintrag. Und wie gesagt, also wenn ihr das mal selber spielt und ihr keine Lust darauf habt, jetzt großartig jetzt hier Abenteuer zu erleben oder an irgendwelchen Informationen Interesse habt, dann schlagt einfach in der Datenbank nach. Also das ist nicht nur ein dröger Kram, der da als Lückenfüller steht, sondern es sind auch teilweise echt nette Anekdoten dabei und... Später findet man eventuell sogar noch sowas wie Codes, Türen zu öffnen für die Aurora und so. Oh, zu nah sollten wir da nicht hin. Ich habe schon mehrmals die Warnung bekommen von wegen Radioaktivität und hohe Aktivität und so und nicht gut und so. Dann sollten wir das mal lassen. Ha! Wir haben die einheimische Säurekapsel-Manatee gescannt. Lutscher. So, haben wir auch gescannt. Wir sind die Oberscanner. Kurz
unsere Position bestimmen. Und dann sollten wir mal noch ein bisschen suchen gehen nach Materialien, die wir gebrauchen können. Und dieses Feeling, dieses, also es ist alles, das ist einfach eine runde Nummer. Das ist echt eine runde Nummer. Und dafür, dass das jetzt gerade hier auf höchsten Einstellungen und so läuft, ist das der Hammer. Oho, Kreaturenei. Fremde Eier. Also, ihr könnt von mir keine wirklich objektive Meinung über Subnautica erwarten. Also dafür bin ich da schon zu lange dabei. Dazu habe ich da auch schon viel zu häufig meine viel zu kurzen Haare gerauft und habe auch schon meine Zusammenbrüche mit Safe Games gehabt und all solchen Sachen. Aber es ist einfach der Hammer. Also ich finde das so cool, wie man hier rumschweben kann und alles entdecken kann. Und dann ist halt auch ein gutes Stück Survival. Ah, Silber. Wir haben Silber gefunden. Das ist cool. Mit verschiedensten Habitaten. Es gibt sogar Inseln. Aha, Schneider. Schneide was von der Schlingpflanze ab. Ja, das mache ich. Das machen wir jetzt ganz schnell und dann hauen wir mal ganz fix ab. Boah, von dem Regen in die Traufe, seht ihr das? Shit. Jetzt lass mal stecken. Komm mal wieder runter. Wir haben jetzt dadurch, dass wir an der Schlingpflanze rumgenagt haben, haben wir jetzt einen Blueprint freigeschaltet. Aber ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, welchen. Naja, gut. Ist halt nun mal so. Ha! Als wär's verabredet, diese Pirscher. Boah, wir zocken super gerne mit den Metallteilen, mit den Schrottteilen. Die finden das halt uncool, wenn wir die haben wollen. Wie man sieht. Aber dadurch, dass wir die als Kauknochen verwenden, können die halt richtig zahnen. Deswegen sind die auch so wichtig für die, damit die zahnen können. Und wenn wir dann, wenn wir den gut aufpassen, dann sieht man auch, wie die so einen Zahn verlieren. Und den können wir uns grapschen. Und der ist im Endeffekt dazu da, dass wir gehärtetes Glas herstellen können. Aus Kristall. Nee, aus Glas und einem Pirscherzahn, glaube ich. Können wir dann später gehärtetes Glas herstellen. Moment, bin ich eigentlich hauptsächlich interessiert an Blueprints. Ja, aber durch das Rumgeschuggel hier mit unseren Kollegen komme ich irgendwie nicht dazu, so Fragmente einzusammeln. Die finden wir in verschiedensten Formen. Manchmal sind das Bauteile von U-Booten oder so, die wir hier so finden. Das andere Mal sind das so Teile, wie jetzt gerade in diesem Container. Können wir dann mit unserem Scanner hier identifizieren und dann haben wir einen neuen Bauplan. Bei den Lebensformen bekommen wir halt im Endeffekt nützliche Hinweise. Aber wie gesagt, das würde jetzt im Moment auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Und wir werden bestimmt... Da ist so ein Kracherfisch. Jetzt gleich wisst ihr auch, warum der Kracherfisch heißt. Nein! Oh. Okay, gut. Und nachdem die umbenannt wurden, habe ich wie Jack diesen blöden Höhlenschwefel gesucht. Und ich wusste nicht, was das sein soll. Oh, 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 oh. Jetzt muss ich aber mal ein bisschen eilen, mal ein bisschen weniger quatschen, mal ein bisschen kurz konzentrieren. Ich muss hier mal eben Luft holen. Uah. Super krass, ihr Lieben. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge erreicht. Also wir haben jetzt schon gut was gesammelt. Unser Inventar ist nicht überfüllt. Da müssen wir gleich mal gucken, was wir damit machen können. Wir haben sogar ein komisches, unidentifiziertes Kreaturenei. Wahnsinn. Kristall. Blei, Silbererz, Kupfer. Cool. Das heißt, wir müssen eigentlich nur ein bisschen Titan umwandeln. Und sind schon fast wieder dabei, die nächsten Survival-Gegenstände herstellen zu können. Lass doch mal schauen. Also, wir würden benötigen für unseren Würm, Höhlenschwefel, haben wir Titan, bekommen wir jetzt sofort. Und damit sollte es uns ja wohl mal locker möglich sein. Fasergewebe kommt, stellen wir direkt her. Das ist also der neue Blueprint gewesen, den wir bekommen haben. Super cool.
Jetzt können wir hier normales geschmolzenes oder geschmolzenes. Natürlich geschmolzenes Glas, klar. Ich gieße mir nur ein bisschen geschmolzenes Glas in den Becher. So, Glas herstellen. Dann ergreifen wir mal eben ein wenig Silikongummi. Wenden uns wieder dem Fabrikator zu. Schau mal eben, wir könnten sogar schon mal eine Box basteln. Machen wir aber nicht. Ist im Moment noch unnötige Ressourcenverschwendung, finde ich. Und jetzt. Ladies and Gentlemen, the Reparatur Werkzeug ist ready. So, wollen wir mal reparieren. Dann haben wir wenigstens schon mal eine funktionstüchtige Rettungskapsel. Das ist ja schon mal etwas. Bingo. Echt der Hammer. Und? Ah, sogar schon wieder ein neues Medikit. Haben wir eine Nachricht? Ah, wir müssen das auch erst reparieren, okay. Tun wir dies. Nichts bleibt unerledigt. Kommunikator. Nachricht abspielen. This is Aurora. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Okay. Also, auf Rettung brauchen wir in nächster Zeit nicht zu hoffen. Die trifft halt erst in 9 unendlich Einheiten ein. Welche Zeiteinheit hier auch immer verwendet wird. Cool, wir haben eine funktionierende Rettungskapsel. Wir haben schon einiges an Rezepten gelernt. Wir sind sogar schon recht gut ausgerüstet. Bräuchten aber hier... Ja, haben wir noch keine Standard-Tauchflasche hergestellt? Oder ist das deswegen, weil wir die nicht im Inventar haben? Weil dann stellen wir uns sofort die verbesserte Tauchflasche her. Ist ja wohl ganz logisch. Da, Tauchflasche mit hoher Kapazität. Jetzt haben wir, das möchte ich mal sehen, jetzt haben wir 45, ne? Einheiten zum Atmen. Sag mal Sekunden. Dann haben wir 75. Wir sollen was trinken. Wir sollen was essen. Essen. Trinken haben wir nicht mehr. Müssen wir herstellen. Brauchen wir Blasenfische für. Okay. Also, wo waren wir stehen geblieben? 45 ohne, 75 mit. Immer wieder die Escape-Taste. Und wenn wir die jetzt herstellen, haben wir. Haben wir. Bingo. 135. Also das, damit können wir schon mal richtig auf die Kacke kloppen. Damit können wir schon mal was erreichen. Schwimmflossen haben wir doch auch schon. Kreislauftauchgerät. Spart Sauerstoff beim Tauchen, absorbiert CO2 und erzeugt daraus Atemluft. Ach du meine Güte, also Fasergewebe können wir. Kabelsatz müssten wir dafür herstellen. Kabelsatz, da. Silbererz, zweimal. Nee, da werden wir erstmal nicht mit dienen. Können Seegleiter, Bestandteile unbekannt, mobile Fahrzeugstation unbekannt. Und hier müssten wir für einen wasserdichten Behälter, naja, 4 Titan besorgen. Gut. Bam, 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 bam. Ist hier was Neues dazu gekommen? Außer Glas noch nichts. Der Computerchip, Energiezelle. Ich würde sagen, wir gucken noch einmal eine kleine Runde hier um die Ecke, ob wir irgendwie irgendwas finden, was wir scannen können. Was uns in Bezug auf Baupläne und Ausrüstung weiterbringt. Sammeln währenddessen noch so ein bisschen Materialien. Ich glaube, lass uns erstmal scannen. Boah, ist das cool. 120 Sekunden können wir jetzt hier einfach mal so eben... Aha, Riesenröhrenkoralle. Können wir jetzt mal so eben unter Wasser bleiben? Dank den Schwimmflossen sind wir doch einiges fixer unterwegs. Ja, das ist schon ein Hammer. So, hier gibt's Titan. Da oben, komische Pflanze. Gut, bevor wir runtergehen, nochmal kurz Luft holen. Da ist die Aurora, in die Richtung möchte ich. So.
Ich bin also wirklich baff. Aber cool. Nein. Oh, gut, weit genug weg. Nee, jetzt sag nicht, da ist noch einer. Nee, das ist ein Kreaturenei, okay. Schnell sammeln. Können wir nochmal scannen? Okay. Detecting sulfur deposits in the local cave systems. Sulfur is an essential component of the repair tool. Das wissen wir aber schon, da wir das Reparaturwerkzeug schon haben. Vielen Dank für die Information. Ja, und jetzt gerade blendet sich so langsam einer der wichtigsten Stimmungsmacher hier in dem Spiel ein. Die werde ich dann in den nächsten Folgen auch wieder ein bisschen lauter machen. Aber es geht dabei halt um die Musik. Das ist wirklich der Hammer. Die haben sich echt Mühe gegeben. Ich meine, die haben sich mit allem echt Mühe gegeben. An der Stelle einfach mal ein Dankeschön und ein Riesenlob an Unknown World Entertainment. Das ist echt der Hammer. Wie gesagt, ich habe schon einige Schweißtropfen und einige Haare gelassen mit diesem Game. Aber das war halt auch alles noch im Early Access und schon da war abzusehen, wow, da kommt was auf uns zu. Gut, man kann natürlich immer alles irgendwie ins Klo spülen, klar, logisch. Oh, hier, mobile Fahrstand, oh, cool. Weil wenn wir die zusammen haben, dann können wir uns so ein Bötchen stricken. Und, ihr wisst ja, mit gestrickten Booten ist einfach gut tauchen. Was haben wir hier noch rumliegen? Ja gut, Metallschrott sammeln war ruhig mal mit ein. Kriegen wir jedes Mal, glaube ich, 4 Titan raus. Wenn wir das umwandeln. Ach, guckt mal hier, diese Schweber, die sind ja wohl cool. Direkt mal scannen. Einheimische Lebensform. Schwieber. Ach du meine Güte, ist das cool. Wie gesagt, ich werde auch nochmal so ein bisschen diesen Blur-Effekt runterdrehen, obwohl der passt halt ziemlich gut gerade unter Wasser. Das ist nochmal ein Kreaturenei. Quarz. Nehmen wir auch nochmal mit, komm. Ja gut, diese ganzen Kalksteinbrocken können wir scannen, aber ich glaube, er sagt uns dann trotzdem nicht, was da drin ist. Kupfer, sehr schön. Oh, Entschuldigung, Kollege. Wollte nicht gegen deinen Bauch bobbern mit meinem Kopf. Was war das? Also, ist das Hammer. Da drüben scheint noch sowas wie ein Bauplan zu sein. Mir ist gerade erschreckend bewusst geworden, dass ich ja noch nicht mal geguckt habe. Yeah. Was wir für eine Taschenlampe brauchen. Aber so viel wird das nicht sein. Das wird wieder eine Batterie sein irgendwie. Naja. Ach, machen die Glubscher seit neuestem solche komischen Lichtschlieren, wenn die da rumtauchen? Das ist ja geil. Oh, geht hier Sonne auf oder unter? Unter. Okay. Gut, noch ein bisschen in die Richtung. Noch eins, zwei Bauplänen scannen. Vielleicht bekommen wir wirklich schon die mobile Fahrzeugstation zusammen. Schon wieder ein Kreaturenei. Nee, mag ich jetzt noch nicht mitnehmen. Aber eventuell... Ach, Schlingpflanzen. Na ja, gut. Also, das können wir nur einsammeln, das Kreaturenei. Das können wir gar nicht scannen. Oh. Es ist zwar jetzt nicht schlau, einfach so seitwärts hier rumzutauchen. Aber... Alter, man kann ja hier gar nicht mehr anders als mit einem offenen Mund durch die Gegend gucken und dumme Fratzen schneiden. Wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht zu dunkel in der Aufnahme, ansonsten lasse ich mir demnächst was einfallen. Aber je heller ich das denn im Endeffekt bei der Nachbearbeitung mache, desto matter wird das Gesamtbild. Also, na, müssen wir mal gucken, werde ich irgendeinen Kompromiss eingehen. Und soweit ich weiß, ist, glaube ich, auch gar nicht so lange Nacht bei Subnautica. Meine Herren. Gut, also ich sehe jetzt keine Wrackteile und ich denke, es hat auch nicht den super Nährwert. Auch für euch nicht, wenn ich jetzt hier so lange im Dunkeln rumtauche. Das heißt also, wir kehren mal in Richtung Basisstation ein.
Sollten wir noch was finden, ist cool. Wenn nicht, ist auch okay. Und dann schauen wir noch mal eben, was war. Oh, eine Quantenexplosion. Die Quantenexplosion, die habe ich jedes Mal nach einer harten Schicht. Da explodieren mir auch die Quanten, also. Nur mal so nebenbei. Nee, dann würde ich vorschlagen, wir untersuchen dann halt draußen alles, wenn es wieder ein bisschen heller ist. Und das machen wir in der nächsten Folge. Und dann werden wir noch ein paar Sachen herstellen. Und bis dahin habe ich auch irgendwas getrunken und vielleicht auch irgendwas gegessen, weil wir können ja jetzt gefiltertes Wasser herstellen an den Blasenfische. Und wenn es euch gefallen hat, schaut wieder rein. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und verbleibe mit: Ihr habt euch wohl. Euer John D. Fool. Macht's gut.